Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal kein Mythisch Plus Video, sondern besser fast. Gestern hat ja der finale Wing des LFR aufgemacht und wir können jetzt hier drin die beiden letzten Bosse im LFR spielen. Diurna und Razageth, und ich teste ja immer ganz gerne mal, wie schwer sind diese Bosse eigentlich im LFR und auch... Bin ich auch ehrlich, brauche ich Loot von den Bossen. Also T-Token würde ich mir schmecken lassen. Dementsprechend in diesem Video gucken wir uns beide Bosse an. Ich hoffe, sie liegen halbwegs zeitig. Aber wenn ich mir das so angucke, ist mein Vertrauen nicht allzu groß. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das läuft. Mechanic-wise ist der Boss, glaube ich, sogar für eine Random-Gruppe, wo Leute keine Ahnung haben, was sie tun, schwieriger als Razageth. Vor allem vor dem Hintergrund, ich kann jetzt, oder werde jetzt nicht die ganze Fight durchgehen, aber Guide gibt es dazu auch auf meinem Main-Channel. Aber du musst theoretisch, der Tank 1 muss den Boss richtig bewegen zu den Eiern. Es müssen Spieler die Eier kaputt machen. Im Idealfall, dann weiß ich jetzt nicht, ob das hier auch so ist. Ob es Ads spawnen im LFR, weil dann bräuchtest du theoretisch zwei Gruppen, die wissen, was sie tun. Aber ich glaube tatsächlich eher, dass wir hier im LFR keine Ads haben. Wahrscheinlich. Aber ich lass mich mal überraschen. Zumindest die Eier sind kaputt gegangen und es sieht doch, da hinten sind Ads. Interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ist ja auch ein Tank dran? Nö. Optimal. Also, das ist halt schon mal semi-geil. Kann man so sagen. Da muss sich halt jemand um die jetzt kümmern. Vor allem, die müssen getankt werden. Also, das klappt schon mal überhaupt nicht. Sehr gut. Und da rennen die nächsten rein. Dann bin ich auch mal gespannt, ob es hier so ist, dass sich die im LFR hochheilen, wenn sie zu nah am Boss drin stehen. Weil das wäre, glaube ich, der Giga-Abfuck für Randoms hier. Oder generell für so Gruppen. Das ist auch nicht böse gemeint oder so. Aber wie ich schon sagte, das ist ein Fight, der, wenn du dich gar nicht informiert hast, und das ist nun mal leider meistens in LFR-Gruppen so, ist dieser Kampf nicht ohne von seinen Grundmechaniken, auch nicht im LFR. Also das sollte man definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bis hierhin sieht es so aus, als klappt alles. Haben wir einen Tank an den Ads? Mittlerweile nö. Der Demon Hunter rüsselt hier einfach, also der Demon Hunter rüsselt hier einfach auf alle durch. Auch interessant. Es scheint zu gehen. Ein Heiler haben wir auch. Doch, jetzt ist ein Tank. Doch, Tank ist dran. Okay. Tank ist dran, aber ein Heiler haben wir nicht. Da ist dann halt auch die Frage, wie gut läuft dieser Boss in, weiß nicht, 2 Wochen? Jetzt ist es ja auch schon noch aktuell so, dass, würde ich sagen, hier bestimmt einige Leute drin sind, die mit ihrem Twink spielen, so wie ich, die den Boss schon kennen, die wissen, was gemacht werden muss. Das macht es natürlich deutlich einfacher. Aber ich würde jetzt, ohne Scheiß, wenn du hier 20 Leute hast, die keinen Plan haben, wie der Boss geht, und die verlassen sich auf die 5 anderen. Ich glaube, da kannst du hier Stunden dran verbringen an dem Boss. Ist jetzt meine Vermutung, Behauptung, whatever. Aber ich glaube, das macht nicht so viel Spaß. Schauen wir mal weiter. Wie viel Ads haben sie? 8 Eier noch. Da haben wir auch eben gesehen, war ein Protodrache im Camp. Also da wurde ein Ei nicht richtig umgesemmelt. Mich würde halt immer noch interessieren, ob die Ads sich hochheilen, wenn sie am Boss drin stehen. Im LFR. Weil das wäre auch so eine Mechanik, die bestimmt Probleme machen würde. Vor allem, wenn du es halt so hast wie eben. Am Anfang, es kümmert sich keiner um die Ads, dann laufen die in den Boss rein. Und wenn die sich dann hochheilen und du hast mal so, keine Ahnung, 5, 6, 7 Ads am Start, dann versucht die halt auch mal wieder alle einzufangen. Also das ist richtig ätzend. So, 5 Eier haben wir noch.
Übrigens als kleine Erklärung, dass das Video auch einen Effekt für euch hat, was ihr dann gerne mitnehmen könnt. Wenn der Stab da ist, könnt ihr diesen Button drücken und dann werdet ihr verfolgt von diesem Strahl. Und den müsst ihr dann durch ein Ei ziehen, welches aktiviert wurde vorher vom Boss. Das seht ihr dann da dran, wenn die leuchten. Zum Beispiel die da hinten waren sie jetzt. Und da müsst ihr jetzt ein Protodrache draus schlüpfen. Und ja, hinten ist auch einer. Also das hat schon mal nicht geklappt, aber es sieht so aus, als heilen sich die jetzt zumindest nicht. Oder die Range davon wurde deutlich reduziert, das kann auch sein. Weil sonst würden die hier schon... Wäre kritisch, sagen wir es so. Da auch nicht wundern, wenn ich hier gerade absolut Müll spiele. Man hört es, denke ich, an meiner Stimme. Ich bin immer noch ziemlich angeleckt und krank. Hab mir schön ordentlich was eingefangen. Da geht mal einmal raus zum Einkaufen, ne? Jetzt müssen, glaube ich, alle Eier kaputt sein. Ich glaube, ich sterbe auch. Nee. Jetzt sind alle Eier kaputt. Holy shit, ey. Und das ist das, was ich meine. Das hat sich halt keiner um die Eier oder um die Eds gekümmert. Richtig. Und irgendwann wirst du dann halt, so wie jetzt hier, weggefickt. Auf gut Deutsch. Anke ich dafür? No risk, no fun. Rein da. Alles für den Kill. My boys. Ich supporte euch. Die sterben. Okay, scheinbar ist der Ed-Hank gestorben. 17% noch. Dass hier 12.000 Ads durch die Gegend roamen. Ist jetzt natürlich nicht so geil. Und die Mechanik ist auch übernommen. Der Boss macht halt immer mehr Schaden, je länger er lebt. Deswegen kannst du ihn jetzt... Ich weiß nicht, wie krass das hier im LFR skaliert. Aber unter Umständen kannst du ihn da nicht ewig stundenlang tot zergen. Also der muss schon irgendwann down gehen. Aber ich glaube, das sollte hier noch reichen. Auch wenn nicht so viele Leute leben. Aber ihr seht's. Also obwohl der Boss am Anfang nicht super gespielt wurde, aber zumindest die Kernmechaniken wurden eingehalten, ist es jetzt hier hinten raus doch noch ein ziemlicher Abfuck geworden. Jetzt ist der zweite Tank tot. Nein! Ja, und jetzt zerpflückt der Boss halt die DDs. Oder so. Das wird man, glaube ich, nicht schaffen. Nee. Oh, Baby. Okay, ein Rätsel konnte man schon mal lösen. Wenn man Aggro hat, stirbt man. Bitter. Aber die Ads, wenn sie am Boss dran stehen, ist relativ Wumpe. Die heilen sich nicht hoch, werden nicht gebufft, gar nichts. Also... Das geht ohne Probleme und ja, zwei Eiers noch. Ich bin leider tot. Schade. Ich war dabei, hier top DPS zu fahren. Aber dann sollte der Boss trotz allem jetzt gleich liegen. Das ist gut. Ging dann tatsächlich in diesem Try relativ gut. Nachdem wir aber vor dem Pull auch nochmal eine kleine Erklärung am Start hatten. Deswegen auch nochmal von mir der Hinweis, LFR hat jetzt nicht immer ungefähr bedingt den besten Ruf oder die Spieler werden unfreundlich oder so. Aber wenn ihr nicht wisst, wie ein Boss geht, notfalls fragt einfach mal nach. Also es gab auch jetzt genug Spieler, die sich bereit erklärt haben, zu erklären, was ihr machen müsst. Und letzten Endes lieber vorher mal kurz fragen und alle sind auf einem Stand. Dann geht der Boss wesentlich schneller, als wenn man schweigt. Und selbst im LFR gibt es gerade bei den hinteren Bossen Mechanics, wodurch man den Raid wipen kann. Oder wodurch man dafür sorgen kann, dass der Boss nicht liegt. Also letzten Endes ist es so die schnellere Alternative. Dann gucken wir mal, was hier lootmäßig drin ist. Ich habe bisher nur die zwei T-Teile. Also Handschuhe und Gamaschen. Das heißt, die Schultern und Kopf kann ich gebrauchen. Ist jetzt auch hier. Ich habe nichts davon in der Tasche. Nicht, dass ich jetzt versuche, auf irgendwas zu Ninja-looten. Da gucken wir mal, was drin ist. Schild.
braucht man nicht. Jäger braucht man nicht. Priester, Schamane, Pala braucht man. Und Kette, Beine, 385. Achso. Ja, ich könnte es umwandeln, aber ich bin mal kein Assi und passe da drauf. Von daher weg das Ding. Komme ich hier raus? Komme ich hier raus? Perfekt. Dann looten wir den Bums noch einmal. Und dann mal schauen. Vielleicht kriege ich ja einen Teil. Wäre cool. Ich glaube zwar nicht dran, aber es ist möglich und es liefen schon viele. Ich weiß nicht, ob das ein ungutes Vorzeichen ist für das, was uns jetzt erwartet. Ob der Boss wirklich so schlimm ist. So, was sehen wir hier? Ich habe eine 52 gewürfelt. Und der eine 90. Okay, keine Chance. Und da ist der Disconnect. Ich möchte übrigens hervorheben, dass ich jetzt alleine in der Gruppe bin. Also es haben alle gelieft. Ich habe jetzt quasi Razageth für mich alleine. Und wir können hier Schindluder treiben. Oh boy. Also ich glaube, wenn alle lieben, ist der Boss höchstwahrscheinlich zum Kotzen im LFR. So, das Ende dieses Videos ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, aber ich bin jetzt 10 Minuten hier und es ist immer noch keiner da. Und ich muss das Video noch schneiden und rendern und würde gerne bald schlafen gehen. Dementsprechend, das müssen wir uns wohl für einen anderen Tag aufheben, den Boss zu killen. Hoffentlich, aber ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen gegoogelt oder gesucht. Und scheinbar ist der Boss echt im LFR eine Katastrophe. Also, ja, lag ich nicht ganz falsch. Scheint wahrscheinlich relativ schwer zu sein. Aber wir gehen nicht raus ohne zumindest einen Pull. So, hol mal den Erdele raus. Oh, der stürmt direkt rein. Habt ihr das gesehen? Und einen Hit überleben. Komm, tank das Ding. Easy Clap. 99,6%. Guter erster Try. Und auch der letzte leider, denn ich habe keine Mitspieler. Deswegen, ich gehe jetzt offline, spiele noch ein bisschen mit mir selber, wenn sonst schon keiner möchte. Und damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.